Hallo und herzlich willkommen bei Whaley. Wir von Whaley haben uns auf Android-TV-Boxen spezialisiert, mit denen Sie Filme und Fernsehserien, aber auch Apps und Spiele, die Sie schon von dem Smartphone kennen, einfach und bequem auf Ihrem Fernseher genießen können. In diesem Video geht es um die Dollarme D5, die haben wir heute reinbekommen und ich bin total überrascht von der Größe. Also die ist ja winzig. Schauen wir uns dieses Produkt in diesem Video einmal genauer an. Dies ist die Dollarme D5. Zum Lieferumfang gehören folgende Dinge. Das Gerät selber. Eine Fernbedienung zum Bedienen des Geräts. Ein HDMI-Kabel. Ein Stromkabel, das je nach dem Land, in dem Sie das Gerät bestellen, in die entsprechenden Steckdosen passt. Und ein Benutzerhandbuch in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Sehen wir uns das Gerät nun einmal etwas genauer an. Das vorinstallierte Betriebssystem ist Android 5.1 Lollipop. Der Prozessor ist ein ROG-Chip RK3229 Quad-Core Core Cortex A7 mit 1,5 GHz. Der interne Speicher beläuft sich auf 8 GB und der Arbeitsspeicher auf 1 GB DDR3. Das Gerät unterstützt außerdem eine HD-Videoauflösung von 4K und eine 3D-Grafikbeschleunigung. Auf einer Seite sehen wir den Kartenleser, der Karten bis zu 32 GB unterstützt und die beiden USB-Anschlüsse. Auf der anderen Seite sehen wir den Stromanschluss, den HDMI-Anschluss, den AV-Anschluss, den LAN-Anschluss und den SPDIF-Anschluss. Der Reset-Button der Knopf befindet sich im AV-Anschluss und kann mit einem Zahnstocher erreicht werden. Nachdem Sie das Gerät gestartet haben, sehen Sie den Desktop. Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, klicken Sie oben rechts auf Einstellungen und wählen Sie Netzwerk. Wählen Sie nun WLAN. Stellen Sie sicher, dass das WLAN Ihres Geräts an ist. Sollte das nicht der Fall sein, schalten Sie es ein. Nun können Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der oberen Liste auswählen. Das Einstellungsmenü ist relativ ähnlich zu anderen Android-Geräten. Hier sehen wir zum Beispiel unseren Speicher. 3 GB werden schon von Android in Anspruch genommen. Hier sehen wir, das Modell ist die Dollarme D5. Die Android-Version ist 5.1. Die Sprachen, die auf dem Gerät verfügbar sind, sind die gleichen wie bei allen anderen Android-Geräten auch. Gehen wir zurück auf den Desktop. Auf diesem Button hier können Sie Ihren Speicher säubern. Und in diesem Menü sehen Sie Ihre Apps. Sie können über den Google Play Store einfach und bequem weitere Apps suchen und installieren. Hier unten ist der Play Store. Sollten Sie kein Google-Konto haben oder Sie können eine App nicht finden, können Sie auch APK-Dateien über den Browser herunterladen. Hier sehen wir den Root-Browser. Alle unsere Geräte sind geroutet. Hier unten sehen Sie die Verknüpfungsleiste. Wenn Sie Apps von der Verknüpfungsleiste entfernen oder andere hinzufügen wollen, klicken Sie einfach auf den Hinzufügen-Button und nun können Sie Häkchen setzen oder entfernen. Schon sehen Sie die Änderung. Das gleiche Prinzip findet auch hier Anwendung. Setzen Sie einfach einen Haken oder entfernen Sie einen Haken. Nun sehen wir uns einmal das Kodi Media Center etwas genauer an. Sobald Sie die App geöffnet haben, sehen Sie verschiedene Kategorien: Bilder, Videos, Musik, Programme und System. Ich werde hier einmal die Systeminformationen zeigen für diejenigen, die es interessiert.
Unter den verschiedenen Kategorien können Sie jeweils Add-ons hinzufügen. Auf der Dollar Media 5 sind noch keine Add-ons vorinstalliert, deswegen müssen Sie die erst installieren. Das ist aber gar kein Problem. Das gleiche gilt hier für Musik. Auch hier sind noch keine Add-ons vorinstalliert. Ja, der Rest der Box ist relativ ähnlich zu allen anderen Android-Geräten wie andere Smartphones. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man über die Box wissen muss. Ich hoffe, auch dieses Video hat Ihnen wieder einmal gefallen und dass ich Sie für unser Produkt begeistern konnte. Falls Sie sich für die Dollar Media 5 interessieren, finden Sie einen Link zu unserer Amazon-Seite in der Videobeschreibung. Dort können Sie alle Informationen auch wie immer noch einmal nachlesen. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen bei Whaley.